Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir haben hier uns hier einen neuen Charakter angefangen, beziehungsweise wir wollen einen anfangen. Wir können uns hier jeweils zwischen drei Allianzen entscheiden. Hier muss ich mal kurz gucken, was wir denn jetzt hier machen können. Hier Hochelfen, Echsen, Ork gibt es hier sogar. Ein Waldelf klingt nicht schlecht, ein Dunkelelf. Ein Kajak, was auch immer das ist, und ein Nord. Ja, meine Lieben, ich hätte jetzt mal so hart gesagt, wir gucken jetzt erstmal, was für eine Allianz wir sein wollen. Bögen, ja, Bögen klingt schon mal nicht schlecht, da bin ich mit dabei. Wir nehmen jetzt, das hier mit dem Drache klingt natürlich auch nicht schlecht hier. Ach so, okay. Ja, hier gibt es immer nur diese drei, ich hab's verstanden. Ah, jetzt, okay, meine Lieben, ich hab's raus. Für den Dolchsturz gibt es einmal der Bretone, den Ork und den Rotwardone. Hier gibt es dann Hufelf, Waldelf und irgendwas anderes, ein Tier. Und bei der anderen Legion gibt es ja eher das hier, gibt es das hier und das hier. Ich kann mir auch nochmal die Klasse switchen. Okay. Wir wollen aber hier bei der Allianz bleiben. Wir wollten einen Waldelfen haben. Mit Bogen, das klingt mal ganz gut. Möchte ich mal testen, wie das da so ist. Wir bleiben männlich. Wir geben jetzt hier mal unseren Charakternamen ein. Machen wir hier Sojongi. Die Klasse, meine Lieben. Welche Klasse wir hier auswählen wollen, gibt es hier viele verschiedene. Wir können ein Templer natürlich sein. Ein schicker Drachenritter. Ein Zauberer. Oder natürlich hier die Nachtklinge. Sind hier auch nicht schlecht. Der Nekromant und Arkanist muss man freischalten. Ich überlege gerade, was wir denn jetzt hier nehmen. Kampfkünste. Okay. Zauberer kenne ich. Nachtklinge. Okay. Hüter. Ja, der Hüter, der kann auch Tiere beschwören, ist auch nicht schlecht. Und ja, der Templer klingt ganz gut, also ein DD. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, wir tendieren dann doch hier mal zum Drachenritter. Das klingt hier ganz gut. In der Champion-Rüstung sieht er natürlich dann so aus. Nackt brauchen wir jetzt nicht. Also meine Lieben, wir wissen Bescheid. Wir nehmen den Drachenritter und tun das Ganze erstellen. Ich spiele mit euch jetzt kurz das den Tutorial jetzt mal durch. Ich wünsche euch schon mal dabei sehr viel Spaß. Sternen sei Dank. So, wir haben als erstes diese Startansicht hier. Ich muss aber nur mal kurz einstellen und gucken, ob man das hier auch einstellen kann, den Ton. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke machen wir ein bisschen zurück, die Umgebungslautstärke auch. Effektlautstärke, Dialoglautstärke lassen wir auf laut, dass man auch was hört. Videolautstärke lassen wir auch mal so. So. Das hier passt so. Ja, wir sehen aktuell so aus. Ich mag aber lieber diese Sicht hier. So kann man den Charakter hier auch gut sehen. So, wir müssen uns ein bisschen umsehen hier.
Wir sind hier leider noch im Knast eingesperrt. Wir müssen jetzt mal mit der reden. Da seid ihr ja, auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan di Remi. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Machen wir doch glatt. So. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Wir sind bereit, bloß wir schlagen mit Fäusten, seit wann denn das? Aber gut, okay. Kommt noch. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Noriane, vom Clan di Remi. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. So, meine Lieben, wir machen an der Stelle jetzt weiter. Ich gehe jetzt die Texte jetzt ab sofort in Schnellgang durch, sonst sitzen wir hier noch Ewigkeiten. Wenn ihr das spielt, könnt ihr das selber in Ruhe anhören. Ich gehe es hier mal kurz durch. Ach, muss ich wirklich? So, also wir sollen uns hier eine Waffe aussuchen. Schwert und Schild können wir nehmen. Wir nehmen am besten alles mit, da haben wir mehr Auswahl. Nehmen wir alles mit. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Genau. Wir nehmen jetzt am Anfang mal alles, ist vielleicht sinnvoll, weil ihr levelt die Waffen ja auch, wie in New World, falls euch das was sagt. Habe ich auch mit euch schon gespielt. Ein Bogen, der ist geschickt. Den Bogen wollten wir hier gleich mal ausprobieren. Wir müssen jetzt erstmal ins Inventar. Das Ganze sieht dann natürlich danach so aus. Hier könnt ihr 60 Sachen tragen. Ich überlege gerade, ich muss hier gerade mal gucken, was wir denn hier haben. Okay, eine Tasche ausrüsten kann man hier nicht. Schade, dass man einfach nur 60 Sachen nehmen kann. Ich überlege jetzt mal, dass wir den Bogen hier mal nehmen zu uns. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, genau. Suchen wir uns einen Platz zum Üben. Ja, wir folgen der jungen Dame jetzt einfach mal. Wir üben jetzt auf jeden Fall. Okay, gut, dann wollen wir nochmal üben. Ah, da ist sie ja schon. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet ab, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Na dann, beschwör mal hoch. Lasst uns anfangen. Gut gemacht. Beeindruckend. An. Brillant. Wappnet euch. Ihr seid ein Naturtalent. Verteidigt euch. Gebt alles, was ihr habt. Das ist pure Kraft. Wunderbar. Schützt euch. Setzt so, euren schwersten Angriff ein. Jawohl. Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Schnell, befreit. Ihr seid unaufhaltbar. Bereitet euch. Ihr habt euch befreit. Seid bereit, euch. Ihr seid durch und durch der Krieger, für den ich euch hielt. Das ist schon mal schön. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem Schwert. Hervorragend gemacht. Jetzt unterbrecht es. Das war ein Schlag. Haltet den Angriff auf.
Wenn euer Feind einen Angriff vorbereitet, schlagt zu. Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Komm, sehr schön. Sprecht einen Moment mit mir. So, wir können hier das Zeug jetzt ja auch nehmen. Ich fand dann doch eher, was haben wir denn hier alles? Müssen wir hier mal ganz kurz mal durchgucken. Schwert und Schild ist natürlich jetzt nicht schlecht. Heilstab, Flammenstab ist natürlich auch nicht schlecht. Zwei Dolche kann man auch ausrüsten. Die hier tun wir mal anlegen. So. Ich würde am Anfang sagen, wir nehmen jetzt erstmal Schwert und Schild. So, supi. Und jetzt reden wir mal wieder im Schnelldurchlauf. Wenn. Haben wir was vergessen? Machen wir uns auf den Weg. Na. Gut. Tretet. Machen wir uns auf den Weg. Ja, machen wir uns auf den Lass Weg. Lass uns wir. Anfangen. Schnell jetzt. Schlag das Konstrukt. Okay. Jetzt. Kommen die auch noch oder kommen die nicht? Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Mit Steuerung vorbeischleichen? Ja, wir müssen hier vorbeischleichen. Entdeckt hat er uns. Also killen wir den jetzt hier mal. So. Dann nehmen wir da Reben her. Moment. Schloss aufbrechen. Jawohl. Hier, wenn ihr hier die Fertigkeitspunkte habt, könnt ihr hier auf der linken Seite die beanspruchen. Yeah, dann schreit er hier. Könnt ihr hier die Fertigkeitspunkte beanspruchen. Unten hier natürlich in eure Leben und Ausdauer reinstecken. Neue Motor freischalten. Okay, brauchen wir es nicht. Ich würde erstmal empfehlen, mal ein bisschen Leben. Das ist nicht schlecht. Dann tun wir die Punkte akzeptieren und gut ist. Und weiter geht's. Führt Novi nach draußen. Hier gibt es natürlich diverse Errüstungen und was weiß ich hier noch alles hier rumliegt. Brauchen wir theoretisch erstmal nicht. Hier gibt es viel Krempel, aber brauchen wir alles nicht, dann ist nachher Inventar voll. Kurz mal Ausgang suchen. Das war dann doch hier wieder zur Tür raus. Wir müssen ja hier entlang. Was war denn das? Ich kann mal gucken, was wir hier gefunden haben. Jutenscherbe. Nehmen wir mit. Das hier, ein Hut. So, wir haben uns hier schon fast angezogen. Sub hier. So. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Sprinten können wir natürlich hier auch, ist auch nicht schlecht. Und auf geht's. Jetzt wird's interessant. Gut. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Also östlich, ihr habt ihr auf M die Karte, dann seht ihr hier, wo ihr hin müsst. Das ist hier einfach nur den Weg hier entlang. Was machen wir jetzt? Wir müssen zum Schlüsselmacher. Wir laufen einfach mal querbeet ein hier ein bisschen. So. Wenn wir schon was zum Kämpfen haben, nehmen wir es natürlich mit. Hier Rang 3 bei Waffe und Schild erhalten. Oh, was war denn das jetzt? Ah, da ist ja nochmal jemand.
anderer Spieler ist hier auch mit am Start, wie ihr sehen könnt. Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Super. Meine Lieben, wir gehen hinein. Ja, aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.